Die Ukraine verteidigt unsere Freiheit, steht für einen Frieden in Freiheit, der, wenn die Ukraine fiele, auch den deutschen Frieden bedrohen würde. Wir sind auch unter Druck und das müssen wir lernen. We have a good news. Relations of Germany and Ukraine in practice are much better than they are perceived through the media media prism. But they also can be enhanced. And it's very important to do it right now and during this historical moment of a full-scale invasion of Russia into Ukraine. Ich wünsche mir, dass die Beziehungen nicht immer durch Krisen eigentlich behaftet sind. Wir haben jetzt festgestellt, dass eigentlich insbesondere seit 2014 sprechen wir immer darüber, dass Deutschland zum Beispiel die Ukraine bei vielen Herausforderungen unterstützt. Und ich glaube, seit 2014 haben die beiden Länder sich füreinander entdeckt. Und ich wünsche mir, dass diese Beziehungen auch durch Positives mehr gekennzeichnet werden, dass wir auch über positive Beziehungen aussprechen. Beide Länder, also Deutschland und die Ukraine, sollen ihre Beziehungen neu definieren und neu erfinden. Mit Verständnis und also Kenntnis der Geschichte und Stereotypisierungen, aber auch mit diesem Blick in die Zukunft. I expect from Germany to become a leader of European Union that it used to be. And to become a leader in supporting Ukraine, in providing military assistance and other kind of assistance, so we can speed up the victory and we can bring peace to Europe again. Now it's obvious not only for Ukraine, but for the whole world that Ukraine is winning. So I invite Germany to be a part of this joint victory, to provide heavy weapon, which we are asking for, and it's artilleries. It's tanks, including Leopard 2 and Marder, and it's armored vehicles that we need for this victory. Wir müssen andererseits auch sehen, was auch alles da ist, was es für Potenziale und für Möglichkeiten gibt und da anschließen und gemeinsam stark werden als Zivilgesellschaft, Formate entwickeln, Themen identifizieren und einfach gemeinsam daran arbeiten, der Ukraine jetzt in dieser überlebenswichtigen Situation zu helfen.